Dank bekomme ich zurück. Dank, gute Laune bekomme ich zurück. Vor allem, wenn es jemandem mal nicht so gut geht und man denjenigen zum Lachen bringt. Sowas mache ich. Ich bringe die Leute dann zum Lachen. Nicht nur ich verlasse das, die wohnen mit gutem Gefühl, sondern sie lassen mich auch mit einem guten Gefühl gehen und freuen sich auch, wenn man wiederkommt. Das ist das. Für einen Einblick in die Welt der ambulanten Pflege haben wir uns mit Dominik Kuhn verabredet. Guten Morgen. Guten Morgen. Er ist Altenpfleger bei der Sozialstation Augsburg-Hochzoll und nimmt uns heute mit auf seine Runde. Ich habe viel gelesen und gehört über Pflege, auch viel Negatives, über Pflege im Minutentakt zum Beispiel, und bin daher sehr gespannt, was uns erwartet. Denn eines darf man bei dem Thema nicht vergessen: Es geht immer um einzelne Menschen, aber die gesellschaftliche Dimension von Pflege ist riesengroß. In Deutschland sind fast 5 Millionen Menschen pflegebedürftig. Neben den Pflegekräften selbst sprechen wir mit Menschen, die den Pflegedienst nutzen. Wir wollen wissen, welche Rolle diese Hilfe in ihrem Alltag spielt. Und wir fragen nach bei Verantwortlichen, welche Herausforderungen es gibt und welche Rolle Pflege in Zukunft noch spielen wird. Denn schließlich geht uns Pflege alle an. Irgendwie oder irgendwann.